86 seine beste Platte, die er je gemacht hat. Oi. Ja. Die Ausgangsidee war, ungewöhnliche Besetzungen zustande zu bringen. Also einmal haben wir bei dieser Platte Mandoline und Klarinette, was sehr ungewöhnlich ist. Und das war besonders reizvoll, weil es der Hamilton de Holanda aus Südamerika spielt. Albrecht Meyer an der Oboe und mit Bass, ich dachte, was setzen wir beide, Oboe und Klarinette, beide sehr ähnlich klingende Instrumente, jetzt dagegen, wir brauchen Tiefe, wir brauchen echte Tiefe und dann dachten wir, der Bass ist genau richtig. Natürlich muss man sagen, wenn man gefragt wird von so jemand wie Rolf Kühn, der nun schon Gott und die Welt erlebt hat als Gegenüber, und es ist für mich eine große Ehre, dass Rolf mich gefragt hat. Was mir besonders gut gefällt, die Stücke sind originell und man hat die Freiheit, bei den Improvisationen sich selbst auszudrücken. Da gibt der Rolf eben jede Art von Freiheit. Und das ist natürlich dann das Schöne, das Musik machen, was gerade im Moment passiert. I know him from a long time. My friend Götz told me, hey, come downstairs because Rolf Kühn is here. You must talk to him. And then I met him and we were talking and things. So it's such a gift for me, it's such an honor to be part of his music in his new album and on MPS too. Ich weiß, er hat wieder ganze Arbeit geleistet, hat diesmal sogar schon 4 Wochen im Voraus komponiert. Es ist das erste Mal nach über 50 Jahren, wo es, sonst war es immer so 2-3 Stunden vor der Session. Aber diesmal 4 Wochen, also ich weiß, dass er diese Platte besonders ernst nimmt und wie gesagt, seine beste Platte, Basta.